Ja, hallo Freunde, ich habe mir gedacht, wir schauen uns auch mal hier einen Kaffeevollautomaten von Miele an. Ja, und zwar in dem Fall den CM5510 Silence. Silence werden wir natürlich in unseren vielen Praxistests dann wirklich anschauen, ob es leise ist. Ja, aktueller Preis Stand heute waren 810 Euro für diese Version. Das nennt sich Rosé Gold Pearl Finish. Gibt es auch günstiger. Ich habe noch bezahlt 899. Jetzt wisst ihr auch, dass ich das Gerät ganz offiziell gekauft habe. Zwar nicht für mich, aber es gibt immer liebe, nette Leute, die mir dann so ein Gerät zur Verfügung stellen. Okay Leute, was habe ich noch zu sagen? Ja, dann gibt es das noch in Brombeerrot. 727 Euro Stand 1.12.2021 und Schwarz 699. Das Ganze hat einen Kegel. Edelstahlmalwerk, das ist aus verschleißfreiem Stahl, nicht so anfällig wie ein Scheibenkeramikmalwerk, aber auch beim Scheibenkeramikmalwerk ist meistens die Maschine eher kaputt wie das Malwerk. Das nochmal dazu. One Touch for Two, also ihr seht hier unten schon doppelte Tassenanzahl und ihr habt einmal an der Stelle auch eine Kannenfunktion. Dann gibt es natürlich einen Milchaufschäumer, seht ihr hier an der Seite. Ja, ihr könnt zwei Profile erstellen, aber das alles schauen wir uns entsprechend an. Ihr könnt die Wassermenge verändern und so weiter, Wassertemperatur und auch die Milchmenge natürlich. Und Kabellänge habe ich für euch gemessen, sind 1,15 Meter. Und ihr habt einen 1,3 Liter Behälter hier an der Stelle, was das Wasser anbelangt. Ne? Da hinten, De'Longhi Soul. 2,3 Liter und ihr habt einen relativ kleinen Bohnenbehälter mit 200 Gramm. Schauen wir uns alles gleich an. Sprechen wir jetzt erstmal über den Lieferumfang. Lieferumfang, hier seht ihr, ist der Milchschlauch und ein kleiner Reinigungsbürste dabei. Ja. Hier sage ich direkt, bevor ich das später vergesse, hier kann man die Klappe öffnen. Und wenn ihr dann gar nicht mehr wisst, wo ihr den Schlauch unterbringen könnt, könnt ihr den hier reinstecken. Dann wisst ihr immer, wo er ist. Müsst allerdings dann immer die Klappe öffnen. Ich habe in aller Regel rechts, wie ihr da seht, da hat meistens jeder irgendwas daneben stehen und nimmt das weg, wenn ich dann die Brüheinheit entsprechend reinige. Ja Leute, Bedienungsanleitung, die Kurzgebrauchsanweisung würde ich mal eher mit Piktogramm als schlecht bezeichnen. Warum? Weil man in einer Kurzanweisung brauche ich jetzt hier nicht unbedingt zu wissen, wie ich entkalken soll. Ja, das kann ich dann entsprechend hier in der Gebrauchsanweisung selber mir anschauen, aber ich hätte gerne mehr gewusst zum Kaffee machen und so weiter. Also hat mir nicht gut gefallen. Ihr seht noch den Karton hier stehen, hat mir auch nicht gut gefallen. Wie es geliefert wird, warum? Ihr seht das hier schon, Styropor, das kann man heute aus Pappe darstellen. Und dann müsst ihr den Karton einmal wirklich rumdrehen, auf den Kopf drehen, um das Gerät rauszubekommen. Ist auch nicht schön, die meisten Hersteller haben heute darum so ein Tragesystem, wo man dann den Automaten aus dem Karton rausziehen kann. Also hier sollte Miele mal mit dem Verpackungsmittelmechaniker, Techniker da wirklich mal drüber sprechen. Ja, Gebrauchsanweisung, gut gemacht. Hier schon mal zwei Punkte, bringt mich nämlich, deswegen habe ich immer so kleine Merker hier dran gemacht. Und zwar seht ihr einmal hier oben die Geschichte, kann ich euch mal eben zeigen, halte ich euch rein, da steht dann Allzweck, was ihr zusätzlich bestellen könnt, ist ein Allzweck Mikrofasertuch. Ja, also dieses Teil ist ungeheuer touchempfindlich und ich habe keine eingecremten Hände oder sonst was. Aber ich weiß nicht, wie oft ich da jetzt schon mit dem Mikrofasertuch, ihr könnt natürlich jedes andere nehmen, ihr müsst das nicht da bestellen. Also, Touchempfindlichkeit kann ich euch schon mal sagen, extrem hoch. Ne? Hier habe ich auch so Merker reingemacht, dann steht dann, füllen Sie maximal 12 Gramm in das Pulverfach ein. Ihr könnt ja hier auch mit Pulverkaffee entsprechend Kaffee fertigen, wie bei jeder oder den meisten anderen Maschinen auch. 12 Gramm, aber nicht mehr, weil es sonst verstopft und das Ganze nicht mehr funktioniert. Ja, hätte man auch mal einen Messlöffel beilegen können, haben wir nicht. So, so viel zum Thema Lieferumfang. Ich gebe euch noch die Maße, deswegen habe ich mir diesen Zettel hier mal hingelegt. Und zwar seht das hier, ihr habt hier 24. Damit kommt ihr aber nicht klar. Warum? Rechte Seite, klar, da müsst ihr immer dran kommen, weil ihr müsst hier natürlich links den Wasserbehälter handeln, wenn ihr den rausnehmen wollt, wenn ihr es nicht mit Kanne nachfüllt. Aber selbst wenn ihr es mit Kanne nachfüllt, ne, müsst ihr diesen hier machen. Ja? Und dementsprechend braucht ihr nochmal 10 cm plus. Also
24 Breite, Stellmaß, also das Maß von der Maschine reicht ja nicht. Ihr müsst ja wissen, was brauche ich denn tatsächlich am Platz. Und hier braucht ihr nochmal locker 10 cm, um das befüllen zu können oder das eben rausnehmen zu können. Ne? Das sind die Geschichten. So, dann habt ihr einmal hier in der Tiefe 46, da gibt es auch nichts zu sagen, weil hinten braucht ihr nicht dran. Ich drehe es später für euch rum und zeige es euch hinten. Es gibt leider keinen Hauptschalter. Ne? Heißt also, hier findet immer Standby-Verbrauch statt. So, dann haben wir einmal die Höhe hier entsprechend 36 plus 15. Ne? Weil das Thema ist natürlich hier, ihr müsst hier dann an den Bodenbehälter dran. Heißt also, ihr müsst in der Höhe 51. Ich sage das deswegen, es könnte ja Leute geben, die solche Regale haben, so wie ich hier. Ne? So da oder da. Und da muss man eben halt schauen, dass das Ganze dann noch zu handeln ist. Ne? Da vorne, da, das geht auch gerade eben noch mit dem Einfüllen von Kaffee. Ja, so. Das hier ist auch nicht gut gemacht, sage ich aber gleich was zu. Wir wollten über den Lieferumfang sprechen. So, dann gibt es zwei Entkalkungstabletten, also in diesem Fall mal keine Flüssigkeit. Die lösen sich natürlich auch auf. Aber zu diesen Geschichten, zu Alternativen, sage ich gleich noch was. So, dann habt ihr einmal zwei Kaffeefettlöser, die ihr dann in die Brüheinheit gebt und dann entsprechend das Programm startet, damit die Kaffeefette im System gelöst werden. Insbesondere überwiegend läuft es eigentlich nur in die Brüheinheit, also und dann hier vorne einmal in den Kreislauf aus. Das mal dazu. So, und dann gibt es hier so ein Päckchen Kaffee, 250 Gramm. Ich nehme denselben Kaffee wie immer. Ich mache heute mal bei diesem Gerät keine große Kaffeekunde. Schaut euch andere Videos von mir an, da habe ich das gemacht mit Röstungsgeschichten. Hier steht Kaffeecrema zum Beispiel. Es gibt kein Kaffeecrema, es gibt nur Röstgrade. Und da könnte man sagen, okay, Röstgrad, Kaffeecrema ist dann eben halt nicht so stark geröstet wie ein Espresso. Bohnen gibt es nur Arabica und Robusta. Arabica ist teurer und wenn es 100% Arabica ist, dann wird natürlich damit geworben, dann steht es so wie hier an der Seite drauf, ja, und die Robusta-Bohnen haben viermal so viel Koffein. Wenn es nicht drauf steht mit Arabica, dann habt ihr in aller Regel einen Blend, heißt dann ist gemischt aus Arabica-Bohnen und Robusta-Bohnen. Und je höher der robuste Anteil, umso günstiger war es dann entsprechend für den Hersteller. Wer am besten geeignet ist, der 100% Arabica für die Maschinen. Warum? Weil eben halt der Robuste auch viel Koffein hat. Und zum anderen ist es so, die meisten werden ja hier drüber Kaffee trinken. Ja? Wer viel Espresso trinkt, wirklich viel Espresso und wenig Kaffee, der kann über einen Blend nachdenken, wo dann auch ein gewisser robuster Anteil drin ist. Aber da sollte man immer auch schauen, dass man dann auch die Quote kennt, dass es nicht über 50% robuster ist. Also, und das steht leider oft auch auf diesen Paketen nicht drauf, genauso wie die Herkunft nicht und so weiter. Ja, sprechen wir über ein paar Alternativen. Erstmal wollte ich euch sagen, sowas hier wirklich nur normal gefüllt mal 2 ergibt die 12 Gramm. Sind so 5 bis 6 Gramm, die hier an Kaffee drauf gehen. Und wenn ihr so einen Messlöffel habt gestrichen, sind das auch 6 Gramm mal 2, werdet ihr auch bei 12 Gramm. Ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen weiter, dann braucht er da nicht lange nach irgendwas suchen, was 12 Gramm hat. So, hier die Geschichte. Reinigungstabletten bekommt ihr ganz, ganz günstig, wenn ich überlege, was die da aufrufen teilweise. Hier für so ein 10er-Pack an Entkalkungstabletten rufen die da 55 Euro auf. Das sind 5 Euro, dann haben die noch so 10 so Tablettchen hierbei. Das sind 5 Euro pro Entkalkung. Leute, also man kann es übertreiben. Das hier würde ausreichen. Ihr solltet nur dran denken, bitte keine Entkalker zu nehmen wegen den Dichtungen, die verbaut sind, die eben Essig enthalten. Ne? Ansonsten, hier ist also Zitronensäure, der Hauptbestandteil Milchsäure, Apfelsäure. Ich setze euch aber einen anderen rein, weil den nutze ich wirklich hier nur tatsächlich für Wasserkocher und sowas eben halt. Ne? Und für Kaffeevollautomaten nehme ich immer andere. Setze ich euch mit in die Videobeschreibung. Hier ist Silikonfett. Wir schauen uns später die Brüheinheit an. Die ist nicht gefettet. Also ich würde, wenn ich diesen Automaten betreibe, gewisse Stellen fetten, zeige ich euch später vielleicht mal, auch wenn es wartungsfrei in Anführungsstrichen ist. So, hier die ganze Geschichte, so ein Pinsel solltet ihr euch zulegen, der Breite taugt meistens nicht, sondern sowas hier, da könnt ihr solche Geschichten, ne, auch im Innenraum mal ein bisschen Kaffee reinigen und so weiter. Die
Dinge erhalten, ich sage jetzt mal ewig, die könnt ihr in die Spülmaschine packen. Das ist jetzt wirklich ein Original von Saeco. Wenn ich es finde, setze ich es euch mit rein. Und das sind die besten Mikrofasertücher, die ich jemals in meinem Leben gesehen, gefunden habe, für die Küche. Ja, könnt ihr nass, trocken verwenden und so weiter. Wenn ich es finde, ich vermute eher nicht, setze ich es euch mit rein. So, das mal zu den Alternativen. Jetzt schauen wir mal genau übers Gerät. So, reiner Zufall, dass der Bohnenbehälter wieder offen ist, aber wir sprechen gleich drüber. Deswegen habe ich das auf so einem Drehteller gestellt, damit ihr eben halt das Ganze nochmal von hinten betrachten könnt. Ihr seht also, hinten an der Stelle gibt es überhaupt nichts. Ne? So, hier seht ihr schon, Touch ohne Ende. So, dann gibt es hier den Wasserbehälter, wie gesagt 1,3 Kilo. Da habt ihr eben gesehen, der ist hier mit dem Henkel und so weiter auch wirklich gut zu handeln. Ja? Und ihr habt hier, was selten ist bei den Maschinen, könnt ihr hergehen und selber hier zumindest hier das Sieb reinigen, einmal abmachen, ja? Dann den Ring einmal ab hier und dann die Dichtung rausnehmen, das Inlay rausnehmen, könnt ihr abspülen. Wenn das Gerät, ich sage mal, permanent durchläuft und so weiter, ist das gar nicht so sehr erforderlich. Aber wenn ihr zum Beispiel dann das Gerät mal ein paar Tage stehen habt und so weiter, hier sammelt sich immer Wasser, ich kenne das von den Luftbefeuchtern, ne? Irgendwann wird das hier auch teilweise richtig schleimig. Aber Leute, ich glaube, es ist noch keiner vom Genuss eines Kaffees von so einem Vollautomaten gestorben, nur weil da unten ein bisschen Wasser drin gestanden hat, was ja immer ausgetauscht wird im Zyklus. Also, wenn wieder was passiert. So, einmal von vorne geschaut. Ihr habt hier den Auslass, da habe ich euch noch nicht gemessen, wie hoch das ist. Hier vorne waren Aufkleber dazwischen. Ich vermute jetzt mal nur wegen dem Auslieferungszustand, aber ich halte euch mal so kameratechnisch rein. Ja, da müsste man schon hier richtig feste dagegen drücken, damit es drankommt. Also es ist nicht deswegen, weil es sich hier abnutzt. Ja, also Höhenverstellung ist machbar. Ja, und ihr habt hier die Möglichkeit, eben das Ganze abzunehmen und dann hier entsprechend Milchkreislauf zu reinigen. Das hier sollt ihr auf gar keinen Fall in die Spülmaschine geben. Ne? Das kommt also, das müsst ihr manuell händisch reinigen, dann mit einem weichen Mikrofasertuch, das was ich euch gezeigt habe, polieren, alles ist wieder gut. Mit einem weichen Spülmittellappen dran gehen, alles wird gut. Das hier könnt ihr entsprechend rausnehmen. Ne? Das ist hier einmal der Auslauf für Milch, Kaffee und hier ist einmal das Milchsystem, was ihr entsprechend einmal auch zerlegen könnt. Dann ist es so, dass ihr natürlich hier einen Milchkreislaufreiniger nehmen könnt. Ist auch vorgesehen. Dann kommt dann hier der Schlauch dran. Dann hier eben halt das Reinigungsmittel für den Milchkreislauf. Ich sage aber immer, wenn ihr das hier ordentlich handelt und den Schlauch in die Spülmaschine packt und danach mal kurz durchspült oder hier mit der Maschine durchspült, kann man sich vieles auch schenken. Aber das ist meine persönliche Meinung. Der Hersteller sagt, ich weiß nicht, einmal im Monat oder alle 7 Monate oder einmal im halben Jahr, ich kann es gerne nochmal nachschauen, sollt ihr das reinigen. So, die Ablage gefällt hier unten drunter und zwar hat man mal auf mich gehört, ich sage es bei jeder Maschine, hier gehört eine Dichtung drum, hier hat man es anders gelöst und zwar sind hier 5 solcher Gumminoppen, ja, sodass das Ganze hier wirklich gedämpft aufliegt. Ja, also nicht so scheppert wie bei anderen. Ja, sowas muss man dann halt auch machen, wenn man das Wort Silence mit in die Überschrift bringt. Hier steckt ihr später den Milchschlauch rein, einmal wenn ihr zum Beispiel spülen wollt oder eben halt ne, erstmal zur Ablage. Aber ihr solltet eigentlich immer danach kurz spülen. Das macht Sinn, damit sich gar nicht erst etwas festsetzen kann. So, dann schauen wir hier nochmal rein. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, ist eben halt, dass man es nicht ganz passgenau gemacht hat. Ja, das ist so ein Thema hier, ne? Seht ihr hier, ne? Wir haben also hier ziemlich viel Spiel. Das hätte mir besser gefallen, wenn das nicht der Fall ist, weil hier mal ne, ein bisschen übergeschwappt von der Tasse, sonst irgendwas, dann hier, dann musst du das hier schon wieder innen reinigen. Und es sind, ihr seht das, keine Löcher drin, die Rillen stehen hoch. Tassen sind unten in aller Regel Porzellantassen scharfkantig, ja, und dementsprechend wird das hier ruckzuck verkratzt sein. Ich weiß nicht, ob es Folien dafür gibt, habe ich noch nicht recherchiert, müsst ihr dann selber tatsächlich mal schauen, ob da, ich sage mal, für die ganz großen Marken, für die De'Longhi zum Beispiel, gibt es sowas, obwohl da ist es nicht nötig. Ich will euch mal so große Unterschiede vielleicht auch dann einmal hier zeigen. Ja, ihr seht also, dass De'Longhi Folgendes getan hat. Mein Blech war jetzt hier so ein bisschen gewölbt, ne? Musste ich ein bisschen platt drücken, das habe ich aber erst später gemerkt. Und hier
diese Teile, diese Plastikteile, die da drunter sind, die stehen hoch. Und dementsprechend, das sind hier Flecken, könnt ihr sehen, ist keine Kratzer, ja, dementsprechend verkratzt das nicht. Und das Gerät ist jetzt hier ein Jahr im Gebrauch. Also das nochmal zu solchen Themen. Ich mache direkt Folgendes. Ah, nee, kann ich nicht, muss erstmal die Maschine ausmachen, mache ich aber gerade mal. Weil wir schauen uns gleich noch was anderes an im Zusammenhang mit der Brüheinheit. Ist immer gut, wenn man so ein alternatives Gerät hat, da könnt ihr auch immer sehen, was geht denn eigentlich. So, hier einmal unser Schubfach, heißt also hier einmal Abtropfschale und Tresterbehälter. Ja. So, da müssen wir dann später mal schauen, okay, wie viel Wasser kommt denn da tatsächlich rein? Heißt also, wie stark verschmutzt das Ganze und wie oft müsst ihr das leeren? Hier einmal der Behälter für die Kaffeepucks. Ja, Tresterbehälter sagen viele, Kaffeemott ist so ein uralter Ausdruck dafür. So, dann habt ihr hier einmal eine Abdeckung, die muss auch wieder passgenau drauf, ja, sonst geht das Ganze nicht rein. Hat mir auch nicht so ganz so gut gefallen, dann müsst ihr das da vorne einmal drauflegen, so, aber geht, ne? Könnt ihr auch hier abheben. Ne? So, dann habt ihr hier die Geschichte, ich mache das mal gerade, die könnt ihr komplett abheben, das geht natürlich nicht in die Spülmaschine, ja. Das könnt ihr in die Spülmaschine geben, aber passt bitte auf, dass ihr die Streben da nicht erwischt. Ich empfehle es und Emile empfiehlt es natürlich auch nicht zu tun. Und hier ist noch dieses Dichtungsgummi, wäre kontraproduktiv. Also das auch bitte händisch reinigen, genauso wie dieses Teil hier entsprechend auch. Ja, Plastik drumherum und so weiter. Händische Reinigung. So, und das sind dann die Teile. Natürlich auch diese beiden Teile hier, das hier, ne, könnt ihr in den Besteckkorb packen, ja, die ihr in die Spülmaschine packen könnt. So ein Maß war ich euch noch schuldig, und zwar Tassenhöhe minimal 8 cm, Tassenhöhe maximal, und zwar dann wirklich bis dahin 13,5, dann kann das Messwerkzeug weg. So, hier an der Stelle, dem Luxauge wird es nicht entgangen sein, seht ihr schon, ne, haben wir hier vorne da, ganz genau da, eine Beule. Das Ding war komplett foliert geliefert, müsste also wirklich abknibbeln, so weiße Folie, und ne, die Beule, die von außen sichtbar ist, ist dann von innen da eine Delle. Deswegen geht das Gerät bei mir zurück. Warum? Weil ich da so ein bisschen Prinzipienreiter bin. Man könnte jetzt auch bei Miele sagen, Britte, schickt mir so ein neues Blech. Mache ich aber nicht, weil dann findet kein Erziehungsprozess statt. Sowas erwarte ich, dass sowas bei einem, ihr seht also, das ist richtig tief und so weiter, ne, oder richtig ausgebeult hier mit einem spitzen Gegenstand oder sonst was. Es ist auch alles nur so in den Karton reingepröppt worden, also wirklich reingestopft, und da erwarte ich, dass so eine Qualitätskontrolle stattfindet, dass solche Teile nicht ausgeliefert werden. Ja Leute, dann einmal hier oben zu dem Bodenbehälter. Der hat hier innen richtigerweise hier eine Dichtung, alles gut, damit hier eben halt der Kaffee abgedichtet bleibt, weil hier unten drunter findet der Brühprozess statt. Ja, entsteht immer ein bisschen Wasserdampf, und das hier muss wirklich dicht sein. Das ist es, aber so im Handling, ja, ihr seht, jetzt steht der hinten, ne, wieder ab, muss man das Ganze dann so ein bisschen auch immer drauf drücken. So richtig gut, mir hätte es besser gefallen, wenn man es komplett einmal noch abgedichtet hätte, ne? Dass es passt. Und so, also es gefällt nicht so richtig gut. So, hier, das gefällt mir überhaupt nicht. Hier ist die sogenannte Kaffeeschütte, ne? Wo ihr dann den Pulverkaffee einfüllen könnt. Hier dann über das Menü sagen, ich habe Pulverkaffee eingefüllt. Dann wird natürlich nicht gemahlen hier, sondern ihr nehmt den Kaffee aus diesem Schacht hier. Beziehungsweise, wenn ihr hier einfüllt, landet das direkt in dem Kelch der Brüheinheit. Und ja, dass man dann hier einen solchen Stopfen drauf macht, ne? Wenn ihr den auch so drauf macht, dann ist oft auch, dann steht der oftmals hier auch so ein bisschen im Wege. Ja, gefällt halt nicht. So, insgesamt vom Konzept her gefällt das Ganze nicht. Warum? Ihr seht also da nochmal DeLonghi, Wassertank rechts, Klappe rechts und so weiter. Ich kann das also links ganz ranstellen, weil ich die linke Seite überhaupt nicht brauche. Hier brauche ich die linke Seite, weil man den Wasserbehälter dann wiederum links hingetan hat. Also ich brauche deutlich mehr Platz. Ich muss links und rechts Platz lassen, damit ich dann hier tatsächlich an die Klappe komme. Und an der Stelle sind wir jetzt. Also das Konzept, Grundkonzept, wie es eben halt technisch designt wurde, sage ich, hätte man besser machen können. Warum? Weil hier, ich mache das mal, ja,
da ist nichts, da hat man Platz komplett verschwendet. Da hätte man natürlich dementsprechend den Wasserbehälter, ja, ich gebe jetzt mal so einen Tipp, Miele, so deutlich größer gestalten können. So, hier machen wir mal auf. Dann haben wir hier eben halt unsere Brüheinheit drin, das Brühwerk, wie auch immer ihr wollt. Und dann könnt ihr das hier öffnen, so, und dann könnt ihr das Ganze einmal rausnehmen. Da stelle ich euch jetzt gleich mal aufs Stativ, damit ihr das seht. Würde ich sagen, machen wir sofort und schauen uns das Ganze einmal intensiver an. Ja, ihr seht, dass diese Einheit an sich ein relativ großes Teil ist, also somit das größte oder wirklich das größte, was ich je in dem Segment gesehen habe. Aber es ist auch hier ziemlich viel hohles Plastik, also man hat da ziemlich viel Platz verschwendet, ne? Vom Lauf her. Und was mir aufgefallen ist, ist hier, wenn man also dann tatsächlich hier oben einmal reinguckt, ja, dann sagen die, die hätten hier, ich mache nochmal, versuche nochmal hier oben noch ein extra Videolicht anzumachen, eine dynamische Brühkammer, die sich weitet. Wenn er hier rumgeht, ne, hier ist also alles komplett, das ist ein Kelch, ne, so, da kann sich nichts weiten. Ja, so, sie steht jetzt unten, ist also bereit für die Aufnahme von Kaffee, ist also ziemlich klein, der Kelch. Ich zeige euch mal zum Vergleich hier, ne, das ist die Kammer von der De'Longhi. Ich hoffe mal, ihr könnt da einen deutlich breiter und auch noch einiges tiefer. Ne. Da geht natürlich richtig Kaffee rein, wenn ihr da Doppeltassenfunktion und solche Geschichten macht oder das Ganze auf starkes Aroma stellt und so weiter. Also, hier geht nicht viel rein, unten die Auslässe sind auch, ne, also da hätte man mehr Punkte erwartet. Ich hoffe mal, ihr könnt das mit dem zusätzlichen Licht sehen. Sind also wenige Auslässe, also hier entsprechend im Sieb drin, ne, also das mal dazu. Da, schaut, ne, ganz, ganz fein, also wirklich wie beim Siebträgerautomaten. Und das hier ist, ja, Plastik und naja, gefällt nicht besonders gut. So, jetzt sagte ich schon, das Einzige, was die gefettet haben, ist hier einmal die Aufnahme, ne, darüber, warum auch immer, denn da sollte es eigentlich starr sein. Da vorne seht ihr eben die Aufnahme, ne, da brauche ich an für sich kein Fett. Wozu brauche ich da Fett? Weil da soll es ja rein und entsprechend fest halten. Ne? So, wo man entsprechend Fett gebraucht hätte, ihr seht also hier, ne, das Ganze ist hier immer geführt, läuft hier. Hier sind überall Führungen drin. Und da ist es zum Beispiel so bei Philips, bei Saeco und so weiter, sind diese Stellen alle entsprechend gefettet, damit das hier entsprechend besser läuft. Ja, so, hier oben der Temper. Wenn ihr das Ganze mal euch komplett anschauen wollt, auch diejenigen von euch, die dann tatsächlich fetten wollen, dann kann man das hier unten immer lösen, ne? Und dann könnt ihr euch mal den Lauf so einer Maschine, ihr seht also, ne, jetzt kommt das Ganze hier hoch und läuft dann weiter, und dann wird hier, kommt hier oben der Temper eben runter, ja, der presst das Ganze zusammen, ne, und dann wird entsprechend hier über den Druck entsprechend der Kaffee erzeugt. Ne? Also das mal dazu, wollte ich euch so ein paar Dinge zeigen. Und was ich euch auch noch mal zeigen wollte ist, weil viele Leute immer meinen, okay, ja, technisches Design. Ne? Ihr seht das also hier nochmal, um da mal einen Vergleich darzustellen. Ich habe hier keine Klappe, keine große Klappe, die ich öffnen muss, ja, sondern ich kann wirklich hierher gehen. Das mal im Vergleich, ne? Ihr müsst immer solche Geschichten immer wieder auf die Grundgeschichte stellen. Bitte auch nicht vergessen bei dem, was ich euch gerade gezeigt habe. Ne? Also unbedingt immer wieder hier, ne? Da muss die Geschichte oben sein. Und bei dem anderen muss es gleich wieder eingerastet sein, bevor wir es reingeben. Ja? Dann komme ich hier wirklich rum, ja? Kann das hier reingeben. So, mal eben schauen, so. Und dann ist das drin. Mach hier eine kleine Klappe zu. Ja, so mal eben, so. Und schieb das hier wieder ran. Das sind natürlich gewaltige Unterschiede. Ich wollte es euch einmal gezeigt haben. Nicht, dass ihr meint, ich wollte die Miele irgendwie jetzt hier an der Stelle kaputt oder runterreden. Okay. So, Freunde, die 200 Gramm passen rein, aber dann wirklich auch so gerade eben. Ja, also da gibt es keinen Überschuss, aber es stehen hier nur 200 Gramm. In der Beschreibung kann man nicht bemängeln. Die 1,3 Liter Wasser, ne, da vorne steht noch der Messbecher, abgemessen. Damit wird das Ganze im Handling, wenn das nicht direkt am Gerät mit Messbecher befüllt, schon ziemlich knapp. Ihr seht also, da habt ihr bald schon
den Finger im Wasser drin stehen, ne? So, also das ist schon, ne? Also da braucht er schon eine ruhige Hand, um das dann wieder zum Gerät zu bringen. So, auch da zeige ich euch mal gerade eben die Alternative. Das läuft auch nicht so richtig gut. So, ne? So ist auch nicht wahrscheinlich nicht richtig eingerastet. Machen wir es jetzt nochmal. So, okay. Ja, jetzt passt es, aber ich sehe da immer noch einen Spalt. Ihr hoffentlich auch. Wir gehen nochmal her, halten es nochmal hier dran. So, okay. Nein, also der Spalt hier oben, ich hoffe mal, ihr könnt das erkennen, der scheint tatsächlich normal zu sein. Ja, also wir können es nochmal machen, weil der Fehler sitzt ja häufig immer oder meistens, sage ich sogar, vor dem Gerät. Wir gehen nochmal her, packen es hier rein, drehen das hier rum. Nein, der Spalt bleibt. Also auch nicht schön geregelt. So, hier wollte ich euch wieder mal eine Alternative zeigen. Ne? Maximalbefüllung bis dahin. Wenn ihr das jetzt hier so, ne, aus dem Gerät rauszieht, braucht das nur ein Stück rausziehen, könnt das hier entsprechend befüllen. Ja, nochmal von vorne. Ja, man muss ja immer auch Alternativen zeigen, wie es richtig gemacht wird. Wenn ich die Maximalbefüllung habe, was mache ich immer? Ich nehme wirklich, ich befülle es nie am Gerät. Ich nehme es raus. Ich stelle das Ganze hier neben meine Spüle. Ja, lasse hier Wasser reinlaufen. Ne? Und dann kann ich das auch maximal befüllt so wieder mitnehmen, weil es wirklich gut zu handeln ist. Großer, stabiler Behälter, was man bei dem anderen nicht den Eindruck hat. Schieb's rein, alles ist gut. So, ihr wisst jetzt Bescheid hier, ne? Also, ja, ich schaue nochmal hier nach der Geschichte, ob der Spalt wirklich so sein muss oder ob sich da gerade was rausgezogen hat. Und dann mache ich die Spülgänge und diese ganzen Dinge und dann sehen wir uns. Wir ziehen das Gerät trotzdem durch, obwohl ich bis hierhin gar nicht so richtig überzeugt bin. Mach Spülgänge und dann schauen wir uns mal das Menü an, was da geht von den Einstellungen her und so weiter. Ja, Freunde, dann sprechen wir über das Bedientableau bzw. das Menü. Ihr seht hier schon vorne drauf eben ganz kurz Espresso, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, das Ganze dann in der doppelten Version. Ja, müsst ihr vorher dann einmal drücken, An- und Ausschalter, dann einmal die üblichen Rauf-Runter-Tasten, OK, Return-Taste und hier die Taste für das zusätzliche Menü. Hier finde ich persönlich, ne, ihr seht hier und dort und dort und da, also hat man überall Platz verschwendet, hätte man das, was man jetzt über das zusätzliche Menü aufruft, hier hätte nichts dagegen gesprochen, tatsächlich 8 entsprechende Auswahlfelder hinzumachen. Das aber nur am Rande, das Gerät kann immer das, was es kann. Ich bemängel auch nicht den kleinen Tank oder den kleinen Bodenbehälter, weil solche Dinge stehen ja vor Kauf fest. So, ihr seht, das Gerät hat sich abgeschaltet, wir schalten es mal wieder ein. Und dann steht es auch wieder auf Getränk wählen. Was sich abschaltet, ist nur das Display. Zeige ich euch später. Ihr könnt natürlich hier einstellen, wann das Gerät ausgehen soll. Sprich, wie lange es auf Standby bleiben soll. Ja, Leute, dann lasst uns Folgendes tun. Und zwar erstmal hier in das Einstellungsmenü reingehen. Ich versuche euch so wenig wie möglich die Hand ins Bild zu halten. Aber ich muss auch noch was lesen und steuern muss ich. Ne? So, dann seht ihr einmal hier die Auswahl weitere Getränke. Da müsst ihr dann auf OK gehen. Dann seht ihr hier einmal, ich fahre euch noch ein Stück näher ran, damit ihr da wirklich einmal voll im Bild seid für diejenigen, die auf einem kleineren Display gucken. Ja, Ristretto, Kaffee lang, Kaffee Latte, heiße Milch, Milchschaum, Heißwasser. Hier drüber könnt ihr dann den Pulverkaffee einfüllen nachher und dann einmal könnt ihr eine Kannenfunktion aktivieren. Da gehen wir einmal auf OK und dann seht ihr hier, könnt ihr noch auswählen, wie viele Tassen ihr haben wollt. 3 Tassen, 4 Tassen, 5 Tassen, gehen mehr, 6 und das ist es. Ja, wir lassen es hier einfach mal auf die 3 stehen, beziehungsweise gehen einmal raus, Kaffeekanne, Ristretto und dann sind wir wieder oben bei der gleichen Geschichte. Also, das läuft, ist jetzt kameratechnisch immer ein bisschen schwierig, aber ist auch wirklich hier aus so einer Entfernung, ich bin jetzt hier so einen halben Meter entfernt, entsprechend gut lesbar. So, wir gehen einmal zurück und dann seht ihr hier unten gibt es Profile, da könnt ihr drauf gehen und dann könnt ihr ein Profil erstellen, hierher gehen und dann entsprechend über die Rauf-Runter-Tasten und dann über OK da einen Namen vergeben. Machen wir es einfach mal, gehen wir einfach mal drauf, nehmen wir hier einfach mal B und was weiß ich, BA. So, und das soll es dann auch gewesen sein, gehen wir einmal hier drauf, so. Dann sollten wir einmal auf OK gehen und dann einmal hier müssen wir zurück auf den Haken, vermute ich mal. Okay,
und dann ist Bar entsprechend da. So Leute, wir gehen hier nochmal auf das Menü. Weitere Getränke haben wir, Profile haben wir, Pflege. Über die Pflegegeschichte kommt ihr hier rein und könnt dann die Milchleitung spülen. Da sage ich aber, Leute, es dauert sehr lange. Ich habe die Eingangsspülung gemacht. Ne? Hier seht ihr, liegt noch der Schlauch. Wird dann zigmal gespült. Also das ist schon ein bisschen länger. Wenn ihr das nur normal spülen wollt, dann nehmt einfach hier so ein Milchpitcher, so ein Milchgännchen daneben, ein bisschen wärmeres Wasser rein und dann sagt ihr, produziere mir einmal heiße Milch. Das geht wahrscheinlich schneller wie der Vorgang, den ich gerade gemacht habe. Hier drüber könnt ihr die Milchgeschichte, die gesamte Leitung reinigen, eben halt entsprechend mit dem Reinigungsmittel. Brüheinheit entfetten, Gerät entkalken. Und dann hier einmal nur Gerät spülen, wenn ihr denn tatsächlich noch eine Zwischenspülung machen wolltet. Das ist das, was da drüber geht. So, wir gehen einmal auf Parameter. Hier könnt ihr die Getränkeparameter verändern. Ihr seht das hier für Espresso, ihr seht das für Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Ristretto, Kaffee lang, dann entsprechend Kaffee Latte, heiße Milch, Milchschaum, Heißwasser, Espresso und so weiter. Wir gehen einmal auf den Espresso, um das einmal zu demonstriert zu haben. Und dann seht ihr hier, okay, ihr könnt die Getränkemenge verändern, ihr könnt die Mahlmenge verändern, ihr könnt die Brühtemperatur verändern. Ja? Ihr solltet aber erst hier unten auf Mahlmenge und so weiter gehen und das Ganze dann hier entsprechend einmal auf OK und dann, ne, also es ist schon ziemlich viel zu drücken hier, wieder OK, nochmal OK und so weiter, dann hier wieder auf OK, dann hier wieder runter, Brühtemperatur steht auf Mittel, das lassen wir auch so, vorbrühen könnt ihr hier einstellen, das lassen wir jetzt auch erstmal alles auf Werkseinstellung und dann auf die Getränkemenge und bei der Getränkemenge, ja, da zeige ich euch mal, das ist ein bisschen nachteilig, ne, weil er macht euch dann den Espresso und ihr müsst es währenddessen wählen. Mir wäre ja lieber gewesen, man kennt die Tassengrößen entsprechend seiner Tassen oder seine Geschmacksvorlieben, wenn man hier gesagt hätte, okay, komm, da kommt erst ein bisschen Wasser, das ist auch unglücklich. So, und dann kann man hier entsprechend einstellen, einmal auf okay gehen. Wir machen das jetzt hier direkt, ja. Ja, halte ich nicht für sinnvoll, sondern hier wäre natürlich eine Milliliter-Anzeige die bessere Variante. Okay Leute, das war's. Wir gehen wieder ins Menü. Ja, wir waren bei den Parametern stehen geblieben. So, und hier kommt ihr dann ins Einstellungsmenü. Ja, und darüber könnt ihr eben halt die Sprache einstellen. Hier drüber den Timer. Ja, wir gehen nochmal auf OK. Ihr seht, ich habe das auf 3 Stunden 30 abgeändert. Das könnt ihr sogar machen bis zu 9 Stunden. Da gehen wir einmal auf Return, Return. Dann gibt es den Eco-Modus. Heißt also, dann ist die Maschine so. Ich bringe euch zu diesem Thema Eco-Modus demnächst noch ein Video. Standby-Zeiten. Was ist eigentlich sinnvoller, Gerät einzuschalten, auszuschalten? Anhand der De'Longhi werden wir so ein Video machen. Das vielleicht schon mal als Vorschau, damit ihr seht, okay, wie ist denn der tatsächliche Stromverbrauch? Ab wann lohnt es sich denn, so eine Maschine abzuschalten? Ich lasse die nachmittags immer 3 Stunden an und vormittags, also meine De'Longhi steht die auch auf 3 Stunden. Dazwischen ist die abgeschaltet, weil ich dann keinen Kaffee trinke. Aber man kann das ja mal austesten. Mache ich einmal exemplarisch für euch. Hier könnt ihr dann drüber sehen, über die Infotaste. So, okay, hier gibt es mal eben schauen, wir gehen noch einmal hoch. Über die Infotaste könnt ihr natürlich sehen, wie viele Getränkebezüge ihr entsprechend hattet. Das ist reine Statistik. Dann hier einmal könnt ihr eine Kindersperre eingeben, eine Kindersicherung. Die kann man auch so aktivieren. Gehen wir einmal auf OK. Ein, aus und wenn ihr sie einschaltet, entsprechend machen wir es gerade mal, gehen wir einmal auf OK, dann ist die entsprechend drin. So, wir gehen aber hier nochmal auf OK und nehmen die natürlich einmal wieder raus, jetzt hier für den Test. So, Wasserhärte, ich habe hier 1 eingestellt, es gibt 1 bis 4. Da müsst ihr euch beim Wasserversorger erkundigen, welche Wasserhärte dann und welchen Grad ihr einstellen sollt, steht dann in der Bedienungsanleitung. Da fällt mir gerade ein, Wasserfilter finde ich für dieses Gerät hier
keinen. Heißt also, wer hartes Wasser hat, und es geht ja nicht nur bei den Wasserfiltern, nicht nur um die Kalkgeschichte, das kann man hier über Entkalkung lösen, sondern natürlich auch in puncto Geschmack, ne? Also wer also hartes Wasser hat, dass es vorher schon gefiltert wird, weil hartes Wasser nicht unbedingt immer sehr gut schmeckt. Das mal dazu, ich finde keinen Wasserfilter für dieses Gerät. So, Wasserhärte, wie gesagt, es ist eine Tabelle in der Bedienungsanleitung. Könnt ihr entsprechend beim Wasserversorger anrufen oder meistens könnt ihr googeln, das steht schon da drin, ne? Wasser, was weiß ich, wo ihr gerade wohnt, Wasserhärte, und da wird es euch angegeben und mit anhand der Tabelle aus der Bedienungsanleitung könnt ihr das einstellen. Displayhelligkeit, ne? Also ihr seht, ich habe es hier auf ganz hell gestellt, kann man hier runterstellen. Das ist jetzt hier für mich, wäre also hier die mittlere Einstellung optimal. Ich lasse es euch aber jetzt für das Video hier einmal auch auf hoch stehen. So, dann die Lautstärke. Darüber könnt ihr die Tastentöne, die Signallautstärke, die solltet ihr drin lassen, dass eben halt irgendwelche Signale gegeben werden, wenn was mit dem Gerät nicht stimmt. Aber ihr könnt die Tastentöne hier drüber tatsächlich leise oder abstellen. So, und dann gibt es hier so eine Händlergeschichte, Werkseinstellung, und dann sind wir wieder bei der Sprache. Das ist das, was hier im Menü geht. Jetzt besorge ich mal Tassen und so weiter. Ich mache aber noch 2-3 Kaffee vorher, fülle das Gerät nochmal wieder komplett auf, damit ihr auch da seht, okay, wie schlüssig ist das Ganze denn, wie viel Wasser läuft rein. Ich entleere alles, mache alles wieder sauber, und dann legen wir mit unserem praktischen Test hier dann tatsächlich los. Okay. So, meine Lieben, der Notar hat sich vom ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes hier überzeugt. Also Wasser ist voll, hier Bohnenbehälter, ja, das wollte ich euch auch mal zeigen, wie stark ist denn da auch der Verbrauch. Dann hier einmal alles auch wieder getrocknet. Wir wollen ja sehen, wie trocken kommen unsere Pucks raus. Kann ich das also direkt in die Mülltonne geben oder muss ich das mehr oder weniger unter fließendem Wasser rausspülen oder was auch immer. Wir wollt ja auch nicht so viel Nässe in der Mülltonne haben, ja. Das ist immer das Thema. Okay, wir machen es zu. Es steht hier auf Getränk wählen, und dann gehen wir einmal her, versuchen mal hier so eine Espresso-Tasse, schauen mal, wo es rauskommt. Und jetzt werdet ihr feststellen, weil wir noch, ja, komisch, das ist auch nicht sehr schön gerade, was ich so feststelle, du drehst ein bisschen runter und schon läuft der Kaffee raus. Jetzt wollen wir mal schauen, weil wir haben keine Parameter eingestellt. Das solltet ihr am Anfang wirklich einmal tun, hinten bei dem Menü, was ich euch gezeigt habe. Weil jetzt habt ihr hier Espresso. Der Mahlvorgang ist leise. So. Das, was jetzt passiert, auch. Und jetzt seht ihr oben, ja, steht ein Stopp. Und zwar da. Ich wollte euch aber da unten drauf halten. Also, das sieht mal gar nicht schlecht aus. Ich habe jetzt so 4-5 Kaffee gebrüht, was da rauskommt. Ne? Immer bitte unterscheiden, wir sind hier nicht beim Siebträgerautomat, der das natürlich deutlich besser kann. So, jetzt müssen wir da oben, er macht das automatisch, drücken, weil ich eben an dieser Position gedrückt habe. Also er merkt sich das auch, wenn ihr ganz normal beim ersten Mal reingeht. Das wollte ich jetzt, so, also. Ja, kommt noch leicht hoch, sieht sich nicht schlecht an, ist ein Vollautomaten-Espresso, Leute. Ne? Da werden immer teilweise in manchen Fernsehsendungen, werden manchmal Sachen verglichen, dann wird dann immer so ein Barista rangeholt und er macht da mal mit dem Siebträger und dann wird das verglichen mit dem Vollautomat. Du kannst nur Vollautomat mit Vollautomat und Siebträger mit Siebträger vergleichen. Alles andere, Leute, ist totaler Blödsinn. Also, das nochmal dazu. Ich muss dabei sagen, ich habe schon Besseres gesehen, ja, aber schlecht ist es auf gar keinen Fall. Okay, dann lasst uns direkt hinterher hier einmal die Doppelfunktion aktivieren. Schauen wir mal, ob er denn da jetzt auch schon direkt diese Menge nimmt, die wir gerade hatten. So, diese Tassen hier ist natürlich, ne, weil man da in der Mitte diese großen Löcher hat. Aber gut, wir gehen einmal auf doppelt. Schauen wir mal, macht er nicht. Hier, ja, seht ihr, da müsst ihr einmal auf Espresso gehen und da doppelt. Zwei Espresso malen eins. Das heißt, hier macht er dann zwei Vorgänge, alles andere würde ja keinen Sinn machen.
Ne? Nur, dass ihr es einmal erledigt habt. Ihr könntet jetzt auch eine Tasse brühen und eine Tasse brühen. Nur, dass es dann, der eine schon fertig ist, der nächste, der andere ist dann ein bisschen kühler. Temperatur messen wir gleich, wenn wir normalen Kaffee machen. So, dann schauen wir mal da. So, über die Lautstärke kann man sich absolut nicht beschweren. Ob das dann Silence ist, könnt ihr selber entscheiden. Ich rede mal weiter, dann könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, es spielt auch gar nicht so sehr die Rolle, weil viele sagen dann immer, die Frau schläft noch, sonst was. Ob ihr das Geräusch macht oder ob es ein bisschen lauter ist. Also für mich ist Silence bei einem Kaffeevollautomaten nicht unbedingt irgendwo ein Verkaufsargument, also Kaufargument für mich. Ja, das was jetzt passiert, also in Richtung hier brühen bzw. rauspressen, ist wirklich harmonisch leise. Also das ist okay. Ne? So, auch da schaltet er ab auf diese Geschichte von gerade. Okay. Ja, ihr habt aber oben immer durch Stopp einmal auf OK gehen die Möglichkeit, das Ganze abzubrechen. So, und das sieht sich schon, meine ich, ein bisschen besser an. Ne? Aber die Crema ist eine gute Konsistenz. Schauen wir mal nochmal ganz parallel dann hierzu. Ist es schon komplett zusammengefallen? Nein. Ne? Aber nochmal, ihr packt da noch einen Zuckerwürfel rein, rührt das einmal um im Zweifelsfalle. Ich trinke das immer ohne Zucker und dann trinkt ihr das. Insofern, so ein Getränk steht nicht lange rum wie ein Latte Macchiato oder andere Sachen. Okay, also, absolut okay, es gibt nichts zu meckern. Nochmal, ich habe schon Besseres gesehen, aber es gibt auch nichts, was man hier kritisieren könnte. So, schauen wir mal nach der Temperatur und so weiter. Ich hole mal ein bisschen Luft. So, kurz zu dem Espresso. Wie gesagt, ich habe eine Espresso-Röstung genommen und 100% Arabica. Schmeckt also wirklich ausgezeichnet. Auch die Crema ist cremig, ja, nicht schaumig. Also ich gebe hier nochmal ein kleines Pluspünktchen oben drauf, weil es wirklich gut schmeckt. So, jetzt gehen wir einmal her. Ja, sorry, kann mich kaum davon trennen. So, wir gehen einmal her und schalten einmal auf Kaffee. Und hier messen wir jetzt mal die Temperatur. Die ist also immer noch, ich habe auf Werkseinstellung zurückgesetzt übrigens das Gerät. Nachdem ich mit euch Menü gemacht habe, habe nur das Display entsprechend nochmal hochgesetzt. So, das ist jetzt hier eine Tasse nicht, deswegen habe ich die andere noch daneben gestellt hier. Ne? Da könnt ihr sehen, das ist viel dickwandiger als diese hier, aber es ist trotzdem schon eine dickwandige Tasse. Das ist aber immer so ein Thema mit der Thermik. Ja? So, was erwarte ich hier? Ich erwarte hier 70 Grad. Ne? Ja? So. Und zwar natürlich nicht am Tassenrand unten gemessen, ne, weil da entsprechend, so, Videoleuchte, gleich mal neue Akkus rein. Aber ihr seht 71, ja, wenn man jetzt unten am Rand misst, mittlerweile müsste sich das angeglichen haben, passt das nicht mehr ganz. So, stoppt er hier irgendwann, normale Tassenmenge wäre irgendwo so 135, 125 bis 140 Milliliter. Oder müssen wir hier manuell stoppen? Wir sind immer noch bei 71 Grad. Nein. Also, die Kaffeemengen, da habe ich nämlich nichts eingestellt in der Menge. Oder vielleicht doch, ich habe gestoppt. Sind aber optimal eingestellt. Ja, so, also, das passt. Und ihr seht, wir haben uns noch auf 72 hochbewegt. Damit kann man zufrieden sein, weil das ist jetzt eine Geschichte, die du hier runternehmen kannst, ne? Und die du trinken kannst. Also das heißt also in der Thermik, wenn ihr jetzt einen ganz normalen Filterkaffeemaschine habt, so Wort schon fast vergessen, dann ist natürlich oben auch, ne, gebrüht wird irgendwo so bei 95 Grad, dann landen 85 in der Kanne, ne, und mit der Warmhalteplatte, und wenn ihr das dann in die Tasse schüttet, landet ihr irgendwo auch so bei 75 Grad, ne? So, und das ist jetzt hier trinkbar, aber heiß, ja. So, ich halte euch auch da nochmal rein. Ihr seht also,
ganz klein wenig, aber das kann auch vom Umrühren kommen. Ansonsten die Crema, ich mache das mal gerade so am Rand, ja, damit ihr das besser sehen könnt. So, ja, Crema ist gut. Ja, so viel zum Thema, also ganz normal Espresso-Röstung, da stand nichts von Kaffeecreme oder sonst was drauf. Ist von Melitta, aber man kann hier diese Geschichten immer nur pro Charge empfehlen. Deswegen mache ich ungerne Kaffee-Empfehlungen, was also aus dem Industriebereich kommt. Ne? Viele von euch, die so einen Kaffee-Vollautomaten haben, die werden irgendwann mal gemerkt haben, okay, Mensch, meine Kaffeesorte, die ich immer nehme, schmeckt mir plötzlich nicht mehr, sei denn, sie gehen zum Röster und der macht es immer gleich. Also zum kleinen Röster irgendwo. Aber dann sagen die auf einmal, oh, schmeckt mir nicht mehr. Ja, andere Charge, andere Ernte, ein bisschen was verändert bei der Röstung, sonst was. Ne? Da werden Bohnen aus allen Ländern zusammengemischt, andere Mischungen und so weiter, dass es dann eben halt nicht mehr passt, dass ihr merkt, okay, es hat sich was verändert. Erstmal natürlich immer schauen, ist der Automat ordentlich gereinigt und so weiter. Ist da alles in Ordnung? Und wenn da was nicht stimmt, ne, dann ist eben halt die nächste Charge von dem Kaffee anders und schmeckt euch vielleicht nicht mehr. Oder vielleicht sogar besser, man weiß es nicht. Okay, also das sieht sich auch gut an, ich probiere den gleich mal. So, was immer zu empfehlen ist bei so einem Automaten, sage ich auch in jedem Video, diese Milchpitcher hier von Daily Art habe ich jetzt seit 2016 in Benutzung. Ne? Sowas hier für die Entkalkung und so weiter, also wirklich die größere Variante. Und sowas hier einfach, um es drunter zu stellen. Ne? Es macht hier mit dem Edelstahl auch so Sinn. Vielleicht gibt es sowas auch in Roségold, weiß ich nicht. Aber ich meine, ja, also farblich. Und die stelle ich euch auch mit rein. Sollte man auf jeden Fall haben. Sieht besser aus, als wenn man da eine Tasse hinstellt oder sonst was, wenn man sich schon so ein schönes Gerät besorgt. So, bevor wir dann die Milchgetränke machen, wollte ich mal eben ganz kurz hier über die sonstige Geschichte reingehen und uns einmal heiß Wasser produzieren. Milch produzieren wir natürlich auch, aber wir können nicht alles durchgehen bei so einem Automaten. Ne? So, habe ich was verpasst? Parameter, sonstige Getränke sollten eigentlich oben kommen. Genau, weitere Getränke heißt das Ganze. Ristretto wollen wir nicht, heiße Milch auch nicht, heiß Wasser. Da gehen wir einmal auf OK. So. Da sagt er nochmal aufheizen. Und da steht auch wieder Stopp. So, Heißwasser kommt üblicherweise immer aus einem Strahl. Ist auch so, mittig. Und hier wollte ich euch nochmal das Thermometer reinhalten. Ne? Also ihr seht, wir sind wieder bei Raumtemperatur 22 Grad. Das Thermometer benutze ich bei jedem Video. Also da kann ich auch nichts beschönigen hier. 80 Grad. So, Teetemperatur wäre hier natürlich irgendwo so 85 Grad, natürlich je nach Teesorte, ne? Vielleicht was weniger. Ne? Also damit kann man sich, ich mache das mit der De'Longhi auch ganz häufig, wirklich den Wasserkocher sparen. Das Gerät habt ihr sowieso einmal an. Also 82, 83 Grad, also 80 bis 85. Ja, schon optimal. Ihr seht also, da produziert er hier so eine geringe Menge. Reicht nicht für eine Teetasse. Ne? Da müsste man jetzt wirklich nochmal draufdrücken, doppelte Menge. Oder eben über die Parameter das verändern. Also 80, 85 ist okay. Man könnte aber über die Parameter, habt ihr gesehen, dass wir auf mittlere Temperatur gestellt haben. Also Werkseinstellung steht. Ne? Und hier müsste man A, die Menge noch ein bisschen verändern leicht und eben halt die Brühtemperatur auf hoch. Aber ansonsten hat es gepasst. Ja? So Freunde, wir haben wieder mehr Licht. Wir nehmen 1,5er Milch aus dem Kühlschrank. Da sage ich immer, ne, weniger Fett heißt natürlich, es wird feinporiger. Bei mehr Fett wird es cremiger. Das müsst ihr dann selber, sollte natürlich nicht immer ganz auf dem Boden stehen hier, deswegen zieht das ein bisschen beiseite. Eiweißgehalt in Deutschland hier bei der 1,5er Milch ist in aller Regel so um die 3,3%. Es gibt mittlerweile aber auch Eiweißgehalt, sorgt eben auch für einen guten Schaum. In Spanien zum Beispiel Standardmilch bei mir ist 4,2. Da gibt es aber auch ganze Supermarktregale, ganze Gänge voll mit Milch, da könnt ihr ein Studio machen. Hier in Deutschland ist das alles so ein bisschen stiefmütterlich. Aber es gibt mittlerweile von Weinstefan und auch von anderen, ich meine sogar von DM Barista, eine Barista-Edition mit mehr Eiweiß, müsst ihr ausprobieren. Das ist der Standard, also 1,5er Milch aus dem Kühlschrank für die Vollautomaten. So, deswegen mache ich das immer genau wie Standard Kaffee, Standard Dings. Ich muss es ja vergleichen können auch für euch. So, okay, dann lasst uns mal
mal was machen. Und zwar, was habt ihr gesagt, was wollen wir machen? Genau, was steht auf der Tasse? Okay, lasst uns ein Cappuccino machen. Das ist diese Geschichte hier. Er wird hier jetzt natürlich beim ersten Mal, ne, aber das habt ihr immer beim ersten Mal, wenn das wieder gereinigt habt und so weiter, ein bisschen Luft ziehen. So, schauen wir mal, was er daraus macht. Ich lasse euch auch da wieder live dabei. Stell euch jetzt aber, oben kommt kein Stoppzeichen wie sonst üblich, vielleicht kommt da noch was, ne? Jetzt haben wir einen Milchschaum. Stell euch ein bisschen runter, ja. So, jetzt steht oben Stopp, könnt ihr nicht mehr sehen, könnt euch wieder ein bisschen raufstellen, könnte man jetzt stoppen, aber ich möchte schauen, was macht er hier tatsächlich mit der Standardeinstellung. Das sieht auch gut aus, das ist also auch eine Standard-Cappuccino-Tasse, wie man schon sehen kann an den Namen, ja. So, das ist hier natürlich jetzt alles schon deutlich lauter, ne? Auch in Richtung, ne? Ihr seht, der Schlauch bleibt relativ sauber dabei. So, auch da findet ihr wieder einen Stopp. Das ist natürlich, sage ich immer wieder dabei, ein Automaten-Cappuccino. Ja? Also, wo erst die Milch und dann eben halt der Kaffee reinläuft. Ja? In aller Regel etwas anders geschäumt, aber ihr seht, getränketechnisch gefällt das alles, jetzt stelle ich euch wirklich mal hier runter, da oben, das Stopp braucht ihr nicht sehen, gefällt das alles bisher sehr gut. Ja, so etwas mehr als ein Espresso, also da kann man jetzt nicht meckern. Ich hoffe, es haben noch nicht zu viele abgeschaltet aufgrund meiner Kritiken vom Anfang, denn das hier sieht sich mal gut an. Nochmal dazu, wir produzieren ja gleich auch noch Milch, da können wir auch nochmal drüber reden, wie so ein richtiger Espresso produziert wird und ob ihr dann euch den Aufwand machen wollt. Eigentlich habt ihr ja den Automaten, damit ihr, weil ihr nichts mehr machen wollt, ne? Milch aufschäumen und solche Dinge separat. Also, das sieht sich gut an, auch vom, von der Konsistenz her, ja, Cappuccino technisch, könnte von mir aus noch ein Ticken ein ganz klein wenig schaumiger sein, aber nein, ist also wirklich schön cremig, also das gefällt hier, also nochmal schönes Getränk, ja, auch das nippe ich mal kurz und dann machen wir mal den Latte Macchiato. So, wir haben immer noch den ersten Wasserbehälter, aber das ist klar, ein Kaffee, ein bisschen Wasser und so weiter und drei Espressi. So, wir gehen einmal hier drauf und zwar einmal da. Tassenhöhe gerade eben noch ausreichend. Da fällt mir ein, hier oben, ja, gibt es einen Tassenwärmer. Ist Plastik natürlich die Abdeckung hier oben, ne? Also leicht gefühlt etwas über Körpertemperatur, also irgendwo so, ja, von mir aus 38 Grad. Ne? So, auch da können wir mal hergehen und einmal die Milchtemperatur messen. Es muss ja nicht bei Milch gleich sein wie hier. Da erwarte ich immer so irgendwas um die 60 Grad, also 63 und so weiter. Schauen wir mal. Das ist das, was ihr dann noch als heiß empfindet. Wir sind bei 51. Ja. 52. Also da kann ich schon sagen, das gibt nichts mehr. Ne? Kalte Tasse und dann müssten wir irgendwo so 60 Grad, damit ihr das als heiß empfindet. Da kann ich jetzt schon wieder Finger reinhalten, ne? Und ja, irgendwie ein bisschen schade. Es gibt Leute, die mögen das, aber viele wollen ja auch an so einem Getränk länger trinken. Und wenn du bei 50 Grad das Ganze runternimmst, der Kaffee wärmt das jetzt natürlich hier, ne, noch ein wenig auf, ja, aber der holt jetzt natürlich da nicht 20 Grad in der Temperatur wieder rein. Ne? So, wir können das auch gerne mal hier unten noch mal reinhalten im Kaffee. Schauen wir mal, was sich da verändert. Ich halte es also nicht an der Tasse. Das Thermometer ist natürlich immer ein bisschen zeitversetzt. Ich hoffe mal, ihr könnt das sehen.
Ja, also 49 trotz heißem Kaffee, der dann noch zugekommen ist, ne? Weil die Tasse nach wie vor jetzt noch weiter natürlich das Getränk runterkühlt. Thermik heißt also, diese Kälte, ne, zieht die Wärme und es versucht sich ja anzugleichen, ne? So, jetzt habe ich hier unten ein bisschen gerührt, rein optisch, ja? Wenn ihr euch das anschaut, also wenn ich jetzt nicht gerührt hätte, macht das Getränk einen guten Eindruck. Aber das Thema ist, wenn ich das hier schon festhalte, dann ist das Ganze hier nur lauwarm. Ja? Der heiße Kaffee macht es jetzt möglich, aber nochmal, du steckst den Finger da rein, ja, und okay, es ist nicht richtig heiß. Wenn ich das vorher bei der Milch gemacht hätte, so jetzt muss ich ihn rausnehmen, dann wäre das wirklich irgendwo so im Bereich lauwarm. Ja, etwas schade, wie gesagt nochmal, weil optisch macht es einen guten Eindruck. So, alles steht noch so wie gerade, aber ihr habt es eben nicht sehen können. Er sagt uns jetzt schon, Abtropfschale und Satzbehälter leeren. Nach gerade mal ein paar Getränken, die wir hier gemacht haben, heißt also nochmal 3 Espresso, Kaffee, ein bisschen heißes Wasser, was ja nur heißes Wasser ist, das kann man nicht zählen, und die beiden Milchgetränke, und sagt jetzt schon, leer doch mal bitte. Und dann nehme ich euch jetzt hier einmal mit. Okay, ihr seht da hinten, ne, das kann passieren, das passiert bei der DeLonghi ja auch schon mal, dass dann eben beim Rausziehen mal noch ein bisschen Kaffee runterfällt. So, dann schauen wir hier einmal rein nach den Pucks. Ja, ihr seht, die sind ziemlich platt. Ich mache mal ein extra Licht noch wieder dazu an. So. So, ziemlich flach, auch nicht sehr groß. So, jetzt fragt ihr euch, okay, wo sind die Vergleichsparameter? Ja, haben wir. So, ja, wir gehen jetzt einmal her, öffnen mal hier die Geschichte. So, ihr könnt schon sehen, ne, dass das eine ganz andere Dimension hat hier. Ja, so, okay. Und dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Vielleicht sogar auf einem Küchentuch, was ich mal gerade versuche für euch abzureißen. Ja, damit ihr einfach mal so ein bisschen auch die Unterschiede erkennt. So, hier rechts jetzt in dem Moment DeLonghi. Ja, so, dann halten wir einmal daneben. Das ist jetzt hier der andere Puck. Und dann seht ihr eben halt, ne, könnt ihr deutlich erkennen, der ist heller jetzt noch, weil er frischer ist. Ne, der Dunkel natürlich auch noch, da ist derselbe Kaffee drin. Ja, so, aber deutlich kleiner und ne, könnte aber auch so nochmal hier DeLonghi und so weiter. Ne? So ganz sauber, ja, das ist das immer mit dem Schwarzen. Ne? Ihr seht, alles ist noch ein bisschen noch zerfällt, ist aber ein gutes Zeichen. Es steht kein Wasser drin, das ist völlig okay. Ja, so, aber nochmal Puckgröße, also man sieht also hier, ne, ist also derselbe Kaffee, der da gebrüht wird, und es ist deutlich dicker und größer bei der DeLonghi, was da kommt. Das hatte ich schon vermutet anhand des Kelches. Wollte ich euch aber mal kurz zeigen. Ja, Satzbehälter leeren. Im Übrigen, ne, bei diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pucks ist natürlich auch schon so ein Thema. So, aber es wird nicht an dem Satzbehälter liegen, sondern hier seht ihr, okay, ne, hier wird wahnsinnig viel Wasser produziert. Ja, nebenbei. Also das Ding ist jetzt hier wirklich schon proppevoll bei so ein paar Getränken, die wir gemacht haben. Und wir haben nicht einen Spülvorgang da reinlaufen lassen irgendwie, ne, dass wir doch beim Spülen da irgendwas produziert hätten. Nein, das ist alles das Wasser, was hier beim Brühen mehr oder weniger an der Einheit vorbeigeht. So, jetzt fragt ihr euch auch da. So, ihr habt gesehen, welche Puckmenge da war. Jetzt fragt ihr euch auch da, was passiert eigentlich bei so einer DeLonghi, nochmal, ich mache das nicht, um die DeLonghi zu bewerben, ich habe mit denen nichts zu tun, aber auch rein gar nichts, ja. Ganz im Gegenteil, die haben mich nicht sehr gut behandelt mit dem Willkommenspaket. So, Leute, ja, und das kommt hier vom Abtropfen, das heißt also, hier, das Ding kann ich auch einen Monat hier stehen, das brauche ich nicht leeren, ne? Irgendwann sagt er mal aus so einem gewissen Automatismus, das ist das drin, was jetzt hier gerade drin ist. Ihr seht das hier, das Ding war voll. Sowas macht man ja üblicherweise dann gleich zusammen. Ja, hier wird also nichts daneben produziert, so will ich das mal sagen, sondern alles sauber durch den Kelch.
Okay, so wenn ihr sowas habt wie gerade eben und unten ist jetzt die Abtropfschale fällig, dann denke ich mal, ist es schlüssig und für jeden klar, dass man dann auch hergeht, gleich den Wasserbehälter mit auffüllt, hier mal nach dem Boden guckt und so weiter. Nicht, dass dann eine Tasse später, ne, sagt, okay, kein Wasser mehr drin. So, jetzt wollte ich mal hergehen und so, please give Milk a chance, ja. Hier mal auf heiße Milch und wollte reingehen und so, da steht nur Getränkemenge verändern. Ne? Also da lässt sich der Parameter nicht verändern. Und ihr habt in den Einstellungen gesehen, dass also die Brühtemperatur an sich generell nicht erhöht werden kann, was auch beim Kaffee gar nicht nötig war, nur bei den Milchgetränken. Ne? So, okay, Milchschaum produzieren. Wir gehen jetzt einfach mal her, nehmen jetzt hier mal so einen Behälter mit einer anderen Thermik. Ja, heißt also, das Teil hier zieht nicht so viel aus dem Getränk selber raus und gehen mal auf, es heißt ja heiße Milch. So, okay, Leute, dann schauen wir mal, wie heiß die heiße Milch denn wird und gehen auf okay. So, Getränkemenge, also nee, da gehen wir einfach raus, wir gehen nicht auf die Parameter. Getränkemenge wollen wir gar nicht verändern. Wir gehen direkt auf die zusätzlichen Getränke, weitere Getränke und gehen dort eben halt einmal auf OK. Ich sagte also, hier hätte man auch ein bisschen mehr machen können. Weil, ja, es ist jetzt nicht lästig, aber auch nicht so im Sinne des Erfinders, der sagt, ich möchte es möglichst einfach haben und deswegen kaufe ich mir einen. Na, ihr könnt also auch solche Vorgänge nicht abbrechen, ist mir auch aufgefallen, eben bei der Spülung. Auch nicht ganz so sinnvoll. Ne? Jetzt haben wir auf Milch Schaum, lassen wir das mal kurz laufen und gehen dann auf heiße Milch. So, hier tropft auch wieder ein bisschen Kaffee raus. Ne? Also auch das ist unglücklich, wenn ich so eine heiße Milch produzieren möchte. So, hier gehen wir direkt auf Stopp. Das geht, aber das ist mir gerade auch aufgefallen, als ich die Spülung abbrechen wollte, hier von dem Milchkreislauf, dann muss man wirklich die Maschine ausschalten und wieder einschalten. Es gibt da keinen Return bei manchen Dingen. So, wir gehen nochmal auf diese Geschichte, auf weitere Getränke, okay, und schauen mal, dass wir jetzt hier die heiße Milch, warum auch immer, bin ich zu schnell, okay, heiße Milch, gehen einmal auf okay und lassen ihn da starten. So, Milchschaum waren wir bei 50 gerade. So, ja. So, jetzt hat sich das Ganze schon aufgewärmt. Schauen wir mal. Ja, Leute, ich versuche dem Ganzen hier eine Chance zu geben. Ne? So, ich gehe mal auf Stopp. Ah, macht das schon automatisch. Indem ich hier in der Mitte rühre, also auch nicht das Gefäß, was noch kälter ist, berühre und so weiter. Aber ihr habt gesehen, 50 Grad. Ne? Und da ist dann Ende Gelände. Und wie gesagt, und das Teil wird ja sofort heiß, kennt ihr von außen. Ne? Nimmt also sofort die Wärme auf. Also braucht keinen Langzügel, braucht nicht ab. Kühlt das Getränk kaum ab. Insofern, ja. Also für mich nichts, wenn jemand mit 50 Grad warmer Milch, heiß ist das nicht, ne? Heiß geht ab 70 Grad los, klarkommt, ja, der kann es überlegen. Ja, also ihr merkt, dass ich so ein bisschen enttäuscht bin. Ne? So, also hier habe ich gesagt, ne? Aber das Ganze ist immer kontraproduktiv. Zum einen werdet ihr, wenn ihr so eine Tasse mal wegzieht oder sonst was, auch hier dran kommen. Ne? Das ist also hier entsprechend hochglänzend. Dann werden Kratzer reinkommen. Hier oben werden Kratzer reinkommen. Also ob man da, wenn ihr da was draufstellt, dann müsst ihr das also wirklich stellen und so hochheben. Denkt man aber nicht immer dran. Man neigt nämlich immer dazu, sowas zu ziehen. Und dann, ne, wird sowas auch ganz schnell verkratzen, das da auch. Okay. Ja, Freunde, das war es von meiner Seite aus zu dem Gerät hier, weil ich selber jetzt auch doch eher enttäuscht bin, was also Milchtemperatur anbelangt, was viele Kleinigkeiten, die es in der Summe ausmachen, anbelangt, dass ich hier schon nach 4 Tassen Kaffee und 2 Milchgetränken, also 6 Tassen, das Ding schon proppevoll ist, dass ich das kaum noch zur Spüle schaffe mit dem Teil. Ja, pff.
Wasserbehälter war wirklich dann hier auch entsprechend halb leer. Das heißt also, wenn man das noch Getränke abrechnet, ne, also dann, da, was da für ein Wasser reingeht, also nee, hat mir auch nicht gefallen. Viele dieser Kleinigkeiten eben halt, die ich gesagt habe, hier, dort, dann, dass man hier Platz braucht und da eine riesen Klappe hat, ne, dass man das anders lösen kann, zeigt ja De'Longhi, ne, mit Wasserbehälter rausziehen und so weiter. Und andere Geräte auch, also dass man nicht auf beiden Seiten Platz braucht, sondern dass hier eine tote Seite ist, wo man es dran stellen kann und hier nur Platz benötigt. Also Platzbedarf ist ziemlich groß. Hier darüber habe ich gesprochen, keine Löcher drin. Jetzt seht ihr sowas, ne? Da fällt dann sowas raus, dann ist das schmutzig. Spülung von dem Teil. Jetzt könntet ihr hier gehen und das Ganze jetzt hier im Wasser halten und sagt ihm einfach, okay, produziere heiße Milch. Das ist deutlich einfacher, als wenn ihr den Spülvorgang macht, aber der ist dann wirklich auch heiß, ne? Weil der dauert eine ganze Zeit. Also normal sollte so ein Spülvorgang einmal wirklich das Ding durchziehen, aber der macht das dann 3-4 Mal, ist eine kleine Pause drin. Also irgendwo so gefühlt waren das 2 Minuten und das kann es nicht sein, wenn du danach, du hast dein ohnehin schon lauwarmen Latte Macchiato produziert, du willst eben das reinigen, hast nochmal 2 Minuten weg. Nur weil ihr solltet das zwischendurch immer machen, ne? Nicht, dass sich das hier festsetzt, das ist das Thema, weil das hier drin ist auch warm, ne? dann trocknet die Milch aus und Milcheiweiß und dann setzt sich das fest, war nicht sinnvoll. Also alles in allem gefällt mir das Gerät nicht und deswegen ist das immer gut, wenn ich zum Beispiel für bekannte Freunde, Verwandte so ein Ding erstmal teste, deswegen kann ich sagen, das Ding schicken wir zurück. Wenn ihr mal so ein Gerät kaufen wollt, deswegen komme ich jetzt hier ganz am Ende des Videos dazu und sagt, okay, ich überlasse das hier dem Mr. Bullfish, mal eben dem Dirkie, zum Test. Dann bin ich gerne bereit, mich da auch ein bisschen zu beteiligen an dem Gerät. Sprecht mich bitte an, wenn ihr sowas habt. Und gerne nenne ich auch euren Namen, euren Nickname, wenn ihr sagt, okay, wenn ich jetzt sage, okay, gesponsert von so und so, weil ich brauche natürlich Geräte entsprechend, um mein Verwandten- und Bekanntenkreis ist mittlerweile gut eingedeckt mit solchen Dingen. Ja, Freunde, das war's. Also von mir keine Kaufempfehlung für das Gerät. Kann ich leider nicht mit dem, was ihr auch selber nachvollziehen konntet und gesehen habt. Ich lege euch noch kommentarlos das Reinigen der Milchleitung, also nur das Spülen, nicht das Reinigen nach. So, okay, alles klar. Der Schlauch muss da rein, ne? Geht natürlich auch wieder alles in die Abtropfschale. So, da könnt ihr noch einen Behälter drunter stellen, habe ich jetzt, spare ich mir jetzt. Machen wir es ganz runter, ist die Maschine eh reinigen und dann geht die zurück. Es geht natürlich nicht nur um die Leitung, sondern auch um diese, die da drin stecken. Ne? So, aber ihr seht, es braucht eine ganze Ecke, bis das passiert. Ihr habt gerade euren Latte Macchiato gemacht. Ja, gut. Ja. Bei der De'Longhi gibt es den Milchbehälter. Zum Beispiel muss nochmal drauf zurückkommen. Dann klebt ihr den Eimer um. Da wird sofort gereinigt. Zack, dauert 10 Sekunden. Ist das erledigt. Ne? Hier. So, ich bin gerade die Maschine am Zurücksetzen wegen der Rücksendung und bring euch doch noch ein kleines Teilchen heute, also sukzessive, aber es macht keinen Sinn, ich teste Geräte immer so lange, bis ich an dem Punkt bin, wo ich sage, okay, das ist für mich eine Rücksendung. So, jetzt schauen wir mal hier, okay, Verschmutzungsgrad, Innenraum und entsprechend hier Brüheinheit, also das ist völlig in Ordnung, das auch, also da oben, ja, da am Temper, am Rand ist ziemlich viel Verschmutzung, also das gefällt überhaupt nicht, ja, aber der Rest ist völlig in Ordnung, also das geht, aber wir haben ja nicht allzu viel Kaffee gemacht, weil das Thema ist nochmal die Auffangschale hier, ja, das ist einfach für die Wassermenge, die da produziert wird, ne? Ja, wir haben nur einen halbvollen Tank und dann haben wir 3 Espresso, ein Kaffee und 2 Milchgetränke produziert. Ja, das Ding ist einfach zu klein, dass er da schon voll anzeigt. Das ist zu flach und dementsprechend haben wir hier ja
zu wenig Kapazität, um zumindest sollte man doch meinen, dass einmal der Wassertank war halb voll, dass man einmal den Wassertank komplett leer laufen lassen kann, bis man dann auch die Abtropfschale, aber bei der Hälfte halbes Wasser weg und schon Abtropfschale leer. So, schauen wir einmal in den Innenraum, da hinten ist ein bisschen Kaffee, hier ist was, aber ansonsten alles okay, also das ist okay. So, das wollte ich euch noch gebracht haben, hier der Kelch, das geht. Der Temper kommt sowieso wieder runter, aber ist schon ziemlich verschmutzt, auch nach der kurzen Zeit, so dass man den im Endeffekt hier, ne, ihr seht, also das ist auch Kaffee auf den Düsen schon. Das ist nicht so richtig sinnvoll, müsste man jetzt schon wieder abspülen. Aber ansonsten nochmal, Verschmutzungsgrad ist okay. So, jetzt aber zum dritten Mal alles Gute, bleibt gesund und tschüss.